Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir gerne den Wir-für-Sie-Adventskalender anschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß noch, letztes Jahr, da habe ich ihn vorgestellt und danach habe ich Post von Stefan bekommen. Ja, Stefan Rutup, das ist der Besitzer von der Parfümerie-Route, wo ich den bestellt hatte. Und er hatte sich so mega gefreut und hatte mir dann so ein großes Dankeschön-Paket zukommen lassen, was ich dann nachher auch verlost hatte und so, ne? Und ja, dieses Jahr arbeiten wir tatsächlich zusammen. Er hat mir den Adventskalender zugeschickt, den ich hier jetzt kostenfrei vorstellen darf. 59,95 kostet der tatsächlich. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank, Stefan. Richtig cool. Denn das ist nicht das Einzige, was er gemacht hat. Er hat mir auch noch einen Gutscheincode mit an die Hand gegeben für euch. Das ist Claudis Welt. Damit kannst du bis zum 30.11. 5 Euro auf das komplette Sortiment ab einem Einkaufswert von 50 Euro sparen, was ich auch echt cool finde. Und dann hat er in das Paket so viele Produkte reingelegt. Daraus könnte man theoretisch einen eigenen Adventskalender basteln, Leute, ne? Das werde ich komplett an einen von euch verlosen. Das ist das hier. Und ja, das sind schöne Sachen drin, ne? Ich habe eben schon ein bisschen durchgeguckt. Natürlich so Goodies von Sadik & Voltaire und von Sensei habe ich hier Sachen drin. Zum Beispiel so ein Duo-Gedöns. Also das wird alles einen riesengroßen Wert haben. Dann ein Handwärmer haben wir hier drin. Also wirklich total schöne, verrückte Sachen. Giorgio Armani. Dann von Boss habe ich hier. Also wirklich ganz cool, ne? Und das verlose ich in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Mega. Also vielen, vielen, vielen Dank, Stefan. Ich finde es richtig cool. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Schätzelein gleich mal ein bisschen intensiver an. Hinten hat das so einen Aufsteller dran, das Adventskalenderprodukt. Und ja, der war im ersten Run nach 4 Tagen tatsächlich schon ausverkauft. Und ich stelle dieses Video online, wenn er wieder verfügbar ist. Also Leute, seid schnell. Ich sag's euch. Und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit mit dem Rabatt. Also, wir schauen mal hinein. Da starten wir doch einfach mal mit der Nummer 1. Und wir haben hier hinten drin auch immer stehen, was da so drin ist und so Anwendungshinweise und so. Oh, it's magic, es hält. Die Frage ist nur, für wie lange. Und da sind hochpreisige, hochwertige, sackenteure, ne, Marken drin. Als erstes habe ich hier eine Kerze, glaube ich. Wie cool ist das denn? Von Woodwick. Wie geil ist das denn? Petite Candle mit 31 Gramm. Ich habe noch nie von Woodwick eine Kerze, glaube ich, gehabt. Die hat nämlich in der Mitte so einen Docht, der so knistert, glaube ich, oder? Ja, das ist ja mal aufregend. Habe ich jetzt ehrlich gesagt null mit gerechnet. Ich dachte, hier kommt jetzt so ein Cremetiegel raus. Au coin du feu, Fireside. Hä? Was? Heißt du Fireside? Ist das dein Name? Ich glaube schon, ne? Ja. Riecht wirklich nach einem schönen Feuerplatz, Leute. Oh, schön. Oh mein Gott, die riecht intensiv. Da hast du richtig Weihrauch am Start. Mega angenehm. Das finde ich cool. Schön. Die Nummer 2. Ja, hier steht Sensei drauf und dann ist auch Sensei drin. Das ist Absolut Silk Micro Mousse Treatment mit 30 Millilitern haben wir hier drin enthalten. Und das ist eine Anti-Aging Lotion. Und das machst du dir irgendwie. Das ist mit Koi Shimaru Seide läuft. Und das macht halt alles flawless. Seidig. Wunderschön. Okay, nicht über Kopf halten. Das musst du dir so gerade ins Gesicht hauen. Geben. Interessant. Ist wie eine Art Serum dann wahrscheinlich, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Muss ich ausprobieren. Natürlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier steht Art Deco drauf. Also haben wir hier dekorative Kosmetik drin. Oha. Holo Lip Gloss. Hallöchen. 6 Milliliter. Das ist gewagt, kann aber richtig schön aussehen. Gerade so in der Weihnachtszeit oder, ne? Das wird schon ziemlich cool. Das könnte ich mir auch sehr gut über diesen Lippenstift vorstellen. Das wird dann einfach so einen schönen Gloss-Effekt geben mit so ein bisschen Holo-Glitter-Flitter. Cool. Pflege, dekorative Kosmetik und eine Kerze. Also bislang kann man sich definitiv nicht beschweren. Hier oben war die Nummer 4. Die habe ich mir jetzt schon direkt geholt. Da steht Versace drauf. Und da haben wir eine Miniatur von Versace Pour Femme Dylan Turquoise Eau de Toilette 5 Milliliter drin. Letztes Jahr hatte ich die auch in einem Adventskalender drin gehabt und dann auch in den Parfüm-Miniaturen-Adventskalender gegeben und da auch das Feedback bekommen. Richtig geil. Sieht wunderschön aus, oder? Oh,
Beautiful. Aber ich packe ja jedes Jahr für euch auch Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Mal gucken, ob ich dieses Jahr sogar zwei hinkriegen werde. Und ja, mega geil. Also das so ein teures Produkt hier einfach mal so mit drin zu haben. Ne? So eine schöne Miniatur für die Leute, die halt die Miniaturen sammeln. Das ist immer ein Traum. Am 5. Dezember, dem Tag vor Nikolaus, begrüßt uns Clinique. Ich mag Clinique sehr gerne, weil es sehr hautverträglich ist. All About Eyes. 5 Milliliter haben wir hier drin. Mit so einem Produkt ist die Liebe von Clinique und mir entstanden, entfacht worden. Es hilft einfach. Ich habe eine sehr sensible Augenpartie und mittlerweile ist es so, dass ich noch ein bisschen besser die Kiehl's Avocado Cream finde. Aber die hier, die ist auch richtig toll. Wenn ich mal wieder richtig kaputte Augen habe, wird die mir wirklich helfen. Und ja, schön. Habe ich jetzt wieder ein Backup hier. Der 6. Dezember. Nikolaus steht vor der Tür. Oh ja, das ist gut. Microcell, das brauche ich mal wieder. Nail Wonder 2000. Das ist so ein... Ist das nicht der Nagelhärte? Nee, das ist Nail Wonder. Das ist, glaube ich, was anderes. Muss ich mal gucken, weil normalerweise mag ich dieses Mikrozellgedöns total gerne, wenn ich halt einfach diese Adventskalenderzeit habe und dann ständig mit meinen Fingern Adventskalender und so ein Kram öffne, dann brauche ich das eigentlich auch. Aber das hier scheint noch ein bisschen was anderes zu sein. Color Renewal. Okay, das ist dann nochmal was anderes, ne? Zauberlack für alle Fälle, Farbauffrischung, neuer Glanz und Frische. Okay. Leute, ich bin gerade richtig geflasht, weil ich habe zum dritten Mal jetzt den Akku heute schon gewechselt. Ich bin wirklich am Drehen, ne? Das ist halt wirklich so eine Sache, weil Mr. Bauchi möchte bald raus. Und da muss ich wieder Videos haben für euch. Ich möchte doch Futter haben. The show must go on. Und das macht sie jetzt auch hier mit der Nummer 7, die sehr, sehr schwer ist. Oh. Na, doch nicht. Ich dachte gerade, dass... Doch! Da kommt ein ganz toller, fruchtiger Duft raus, weil das mit Arganöl und Feige ist. Seifenmanufaktur, klar, 1840, festes Shampoo, 100 Gramm sind hier drin enthalten. Werde ich wahrscheinlich als Handseife verwenden oder als Körperseife, ne? Weil es riecht wundervoll, aber ich vertrage sowas nicht auf meinen Haaren leider. Die werden dadurch zu trocken und auch gerade die Kopfhaut. Aber es riecht halt wirklich angenehm nach Feige. Wer diesen wirklich fruchtigen Duft mag, ist damit, glaube ich, ganz gut bedient. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und ich habe mir eben schon gedacht, dass es riesig ist. Wahnsinn! Was haben wir denn hier drin? Oh, das waren gerade ganz viele Reime, ne? Spult mal zurück. Das ist krass manchmal hier. Die Black Nano Mascara Nutrition and Natural Growth von M2 oder M2 Beauté. The Research Formula Beauty Brand. Da sind 1,5 Milliliter drin. Ja, es ist eine Mascara. Die hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal irgendwo. Kommt mir gerade so bekannt vor. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie sie war. Das ist halt so eine Faserbürstenmascara und die möchte gerne ausprobiert werden. Also ich finde es immer schön, wenn wir in Adventskalendern dekorative Kosmetik drin haben, / Mascaren. Denn Mascaren gehen doch eigentlich immer. In der Nummer 9 dürfen wir uns ganz offensichtlich über etwas von Déclaré freuen. Habe ich öfter schon mal die Marke gehört? Ja. Habe ich davon schon mal was verwendet? Nee. okay. Stress Balance Anti-Irritation Serum. 5 Milliliter. Das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Größe. Die ist auch nur bis hier gefüllt. Wahrscheinlich hatten die Verpackungsgröße und haben halt gesagt, komm, 5 Milliliter Produkt kommt da rein. Keine Ahnung. Anti-Irritation Serum kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man halt irgendwie... Wenn man so viel in seinem Gesicht rumnestelt, weil man gerade Richtung Weihnachten ist es bei vielen Branchen so, dass da halt wirklich Stress angesagt ist. Und da fangen die Menschen an, dann als ausgleichende Reaktion auf Stress dann irgendwas Körperliches zu machen, irgendwo dran rumzukratzen oder sonst irgendwas. Und da kommt so ein Produkt dann eigentlich ganz gut. Und ja, das ist ein Serum halt einfach, ne? Das müssen wir mal gucken, ob ich das brauchen werde, wie viel Stress mir Mr. Bauchi machen wird in der Weihnachtszeit. Und dann kann ich euch da ein bisschen was zu erzählen, wenn es leer sein sollte. Mal sehen, wie es mit der Nummer 10 weitergehen wird. Oh wow, ja, es tut mir leid. Ich habe hier eine Miniatur wieder drin von Trussardi Pure Jasmine. Das hört sich nach etwas an, was ich mögen werde. Ein Eau de Parfum Natural Spray 10 Milliliter. Und ja, aktuell werde ich tatsächlich keine Parfums in dem Sinne ausprobieren, weil ich halt hormonell bedingt ganz woanders unterwegs bin und deswegen schwierig. Aber Jasmin könnte sehr, sehr gut bei mir funktionieren, ne? So schaut das aus. Hier unten haben wir wirklich Glas und das ist ein Sprüher.
Es riecht auch angenehm nach Jasmin. Also das, was ich hier so rausrieche, ne? Das müsste man natürlich auf der Haut riechen und so. Ich blende euch deswegen die Duftnoten einfach mal so mit ein. Und ja, 10 Milliliter ist auf jeden Fall schon mal eine gute Größe, um das über einen längeren Zeitraum auszutesten und auszuprobieren. Genau. Und auszustottern. Wer kann, der kann. Was mir übrigens auffällt, ich glaube, diese ganzen Schächtelchen, die sind nicht von so einer extra Plastikschicht mehr überzogen, sodass das Ganze etwas nachhaltiger jetzt auch gestaltet ist, oder? Vom Verpackungsdesign. Holla, die Waldfee. Die Nummer 11, das ist groß, Leute. Und da haben wir auch eine große Tube drin. Giorgio Armani C. Eine Moisturizing Perfume Body Lotion mit 75 Millilitern. Sowas ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil wenn man sich halt diese parfümierten Body Lotions und Duschgele gönnt, wenn man vielleicht auch gleichzeitig das Parfüm davon in Anwendung hat, dann verstärkt man halt nochmal richtig doll den Duft, macht ihn dadurch langanhaltender und irgendwie auch, ich finde, angenehmer. Ne? Also ich hatte das damals mit dem La Vie Belle zum Beispiel auch, da hatte ich von Lancôme auch einiges. Genauso hatte ich das Giorgio Armani C. Und gerade wenn es so Richtung Weihnachtszeit geht, da hat man ja ein paar mehr Klamottenschichten an. Ja, wir haben nach wie vor keine Zwischenebene. Das heißt, man muss dann immer ein bisschen basteln. Die Nummer 12, Halbzeit, habe ich jetzt hier am Start. Bath and Body Classic von Mabea Germany Body Care. 50 Milliliter, eine pflegende Handcreme. Siehst du wohl, zieht schnell ein. Sowas ist auch etwas, was ich gerne in Adventskalender drin habe, wo wir sowieso auch Pflege mit drin enthalten haben. Weil Handcremes sind bei mir immer gern gesehen. In der Weihnachtszeit habe ich immer, oder kalten Jahreszeit, immer sehr trockene Hände. Da kommt das ganz gut. Die Nummer 13. Oh, wir haben hier schon wieder eine Parfümminiatur, Leute. Also Leute, die auf die Parfümminiaturen stehen, die kommen hier hart auf ihre Kosten. Aber ich glaube, das war letztes Jahr auch so, ne? Victor und Rolf Flowerbomb Eau de Parfum 7 Milliliter haben wir hier drin. Und das scheint auch so ein richtig schöner Sammelflakon zu sein. Oh, ja. Also manchmal wirklich, wenn ich die Dinger sehe, dann denke ich mir, geil. Also wie schön wäre das, wenn ich die sammeln würde. Aber nee, dafür sammle ich dann lieber Lidschattenpaletten oder so. Wunderschön. Und ich denke auch, dass man da seine Freude mit haben wird. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob du auch zum Team der Miniaturensammler gehörst oder eher weniger oder was du so sammelst. Das würde mich auch mal interessieren. Die Nummer 14 ist sehr schwer, Leute. Den haben wir hier drin. Hildegard Braukmann versteckt sich hier. Body Care Special Edition 7 Kräuter Duschgel Milde Vitaldusche aus dem Kräutergarten. Kräuterkosmetik. 150 Milliliter. Das ist mein Ding, Leute, das sage ich euch. Ne? Tägliche Vitaldusche aus dem Kräutergarten. Da hat die Hildegard uns auf jeden Fall was Feines hier reingebracht, damit wir so ein bisschen in Schwung kommen. Auch mal cool. Rieche ich jetzt so nichts raus, aber stelle ich mir sehr positiv vor. In der Nummer 15 haben wir wohl was von Biotherm drin enthalten. Das ist die Blue Therapy Red Algal Uplift Cream. Hier, Visible Aging Repair Firming Rosy Cream. 10 Milliliter sind hier drin. Das ist auch erfahrungsgemäß immer eine recht hochpreisige Geschichte. Da freut man sich, wenn man sowas einfach zum Ausprobieren hier mit dabei hat. Ne? Und ich gucke auch so ein bisschen über meinen Tisch. Ist das vielleicht schon, also erstmal so die allererste Creme? Auch interessant, ne? Ja, also die erste Creme, die wir hier drin haben. Sonst war es ja Augen und Serum und so. Nee, es ist wirklich eine schöne Sache. Da haben wir auch schon die Nummer 16, Lancôme. Was haben wir denn hier? Oh, es riecht so gut, ne? Das La Vie Belle. Nourishing Fragrance Body Lotion. Hier sind wir auch wieder beim gleichen Thema wie eben. Wenn du das La Vie Belle vielleicht sowieso in Anwendung hast, dann ist es einfach eine Party, die du feiern kannst. 50 Milliliter. Und ich glaube, dass das hier auch so ein bisschen Schimmer mit bei hat. Die Verpackung sieht anders aus als die letzten Jahre. Oder täusche ich mich da? Riecht auf jeden Fall himmlisch gut. Ich mag den Duft richtig gerne. Eine Woche vor Heiligabend begrüßt uns Annemarie Börlind am 17. Dezember. Ich finde einfach die Namen Hildegard, ne, Marbert, Annemarie, sind sie alle mit am Start, finde ich irgendwie ganz charmant. System Absolut, System Anti-Aging, eine glättende Augencreme, 5 Milliliter. Das ist eine sehr kleine Geschichte, aber ja, bis zum 15., ist das der 15. gewesen? Bis zum 17. Dezember haben wir die Klinik All About Eyes wahrscheinlich schon leer. Und dann kann man sich die nächste einmal anschauen und gucken, ob einem die vielleicht auch gefällt. Das ist die hier und deswegen, also von der Aufteilung her finde ich das gut gemacht, ne? Dass da halt auch wirklich ein gewisser Zeitraum zwischen ist, dass wenn man halt sagt, Mensch, wir machen hier noch eine weitere Augencreme mit rein, was per se gut ist, weil immer recht hochpreisig, dass man da einfach diese, ne, Gebrauchszeit bedenkt.
Tja, und da sind wir schon in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Stimmt, die Elisabeth, die hat mir auch noch gefehlt. Die Original 8-Hour Cream, 30 Milliliter. Da schwärmt Maxim ja immer so von, Maxim Giacomo, ne? Das kannst du ja für alles Mögliche verwenden. Du kannst es fürs Gesicht, für den Körper, für die Lippen, für brauchst du gerade, willst du gerade, kannst du die verwenden. Die ist recht reichhaltig. Habe ich persönlich noch nicht gemacht, das sollte ich vielleicht einfach mal machen. Und deswegen kommt die mal einfach mit mir ins Badezimmer. Die Nummer 19. Da habe ich was von Dr. Hauschka am Start. Und zwar ist es eine reichhaltige Crememaske, intensive Feuchtigkeitspflege mit 5 Millilitern. Ja, das ist eine kleine Geschichte, ne? Also ich denke, eine Anwendung wird das sein. Dafür hast du dann eigentlich relativ viel Verpackung. Tatsächlich. Da hätte ich dann vielleicht doch besser gefunden, einen Sachet reinzupacken. Aber gut, weil, guckt euch das mal an, ne? Das ist halt wirklich ein sehr kleines Tübchen. Und da sind wir schon im 20er-Bereich. Herzlich willkommen. Alessandros Bar möchte auch mit dabei sein. Das ist ein Nagelhautentferner. Cuticle Remover Quick and Easy. Ja, 5 Milliliter sind hier drin. Das ist eine kleine Größe von dem Produkt. Ich finde sowas immer schwierig, ne? Weil ich das Gefühl nicht mag, die Nagelhaut zu entfernen. Du machst dir das quasi auf die unlackierten Fingernägel drauf und dann hat man meistens hier oben ja so, dass die Nagelhaut auf den Nagel gewachsen ist, ne? Ist ja auch vollkommen normal. Und dann macht man halt das da drauf und dann lässt man das kurz einwirken und dann nimmt man ein Rosenholzstäbchen und schiebt das so hoch und dann kann man das so abschneiden. Allein die Vorstellung, nee, mag ich gar nicht. Oh. Die Nummer 21. Wir haben hier schon wieder ein Parfüm drin. Jean-Paul Gaultier Label Le Parfum Eau de Parfum Intense 6 Milliliter. Also holla die Waldfee, das ist ja echt. Also ein Parfüm jagt das nächste. Wenn du also Bock auf Miniaturen hast, bist du hier auf jeden Fall ganz gut aufgehoben, ne? Ach, da ist so eine hübsche Lady drin in Red. Lady in Red, genau. Und sowas ist einfach cool. Stell dir das mal vor, du hast dann dieses Versace, dann diese Lady, dann von Victor und Rolf das Vieh. Ich glaube, da hat man dann schon mal einen guten Start in seiner Parfüm-Miniaturen-Sammelgeschichte, oder? Krass, Endspurt. Die Nummer 22. Groß, wirklich groß. Issey Miyake L'Eau de Sey. Das ist Moisturizing Body Lotion, 75 Milliliter. Okay, gut, das ist jetzt schon wirklich in recht kurzen Abständen die dritte Body Lotion in Folge. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen viel, ne? Aber, jo, gut. Das ist dann wahrscheinlich auch, ich glaube, Issey Miyake ist ja auch eine Parfümmarke, ne? Dann dürfte das ja auch irgendwie entsprechend duften. Weiß ich jetzt nicht. Sieht jetzt nicht so wunderschön aus. Riecht halt einfach cremig. Aber schon parfümiert, ja. Da ist auf jeden Fall was am Start. Feuchtigkeit spenden soll das halt auch noch sein. Das finde ich dann halt auch ganz interessant, weil normalerweise bei dem Giorgio Armani C und bei dem La Vie est Belle Body Lotion Gedönsen kannst du nicht davon ausgehen, dass es mega pflegend ist. Hier steht es jetzt extra drauf, dann würde ich mich da auch mal drauf verlassen. Am Tag vor Heiligabend, dem 23. Dezember, gibt es nochmal was von Shiseido. Ja, das ist doch mal was, ne? Edel, edel, sprach der Wedel. Dann können wir nämlich neben dem Weihnachtsbaum sitzen und perfekt gepflegt sein. Denn das ist die Vital Perfection Uplifting and Firming Cream. 15 Milliliter sind hier drin. Also eine Gesichtscreme, die dann auch in dem Sinne liften soll und die Haut vitalisiert. Nicht schlecht, ne? Und dann auch noch so ein hübscher Tiegel. Ach komm, I wat fein. Da sagst du nicht nein. Das ist wundervoll. Das darf gerne in so einem Adventskalender drin sein. Das war gerade eine Reimekette. Leute, Jill Sander, die Nummer 24, ist groß, ist schwer. Haben wir da eine Full-Size von einem Parfüm drin? Nee, das wäre es jetzt gewesen, das sage ich euch. Ne? Nee, hier haben wir ein Revitalizing Shower Gel for Women Jill Sanders Board Water drin. Okay, ich habe jetzt echt schon gedacht, Leute, haben wir hier ein Riesenparfüm jetzt am Ende? Das wäre natürlich krass gewesen. Rieche ich jetzt so nichts raus. Aber so ein Duschgel, hatten wir schon Duschgel? Ja, wir hatten das 7-Kräuter-Duschgel von der Hildegard, ne? Jo, und dann haben wir jetzt am Ende noch Jill Sander ein Sport Water Duschgel. Das dämpft natürlich jetzt so ein bisschen. Da hätte ich jetzt wirklich cool gefunden, wenn am Ende noch ein bisschen Parfum oder sowas drin gewesen wäre. Aber es ist halt trotzdem ein sehr geiler Adventskalender. Oder Leute? Sagt mal. Also, wir haben, wirklich eine gute Mischung hier mit drin. Wir haben Parfüm mit dabei, wir haben Pflege mit dabei, wir haben eine Kerze mit dabei, wir haben dekorative Kosmetik mit am Start. Wir haben bekannte Sachen, aber auch unbekannte Sachen.
Ich finde es gut. Und wenn man bedenkt, dass man halt 59,95 dafür bezahlt, abzüglich der 5 Euro Rabatt, die ich euch ja auch mitgeben kann, also 55 Euro, ne, bekommt man hier wirklich ganz schön viel für sein Geld. Ja, und wenn man halt auch auf hochpreisige Geschichten steht, dann ist man hier ganz gut aufgehoben. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr so diesen Adventskalender fandet. Ich finde den toll. Wirklich auch interessant, die Haptik, die ist jetzt für mich ganz neu. Sonst war das ja immer so eine ganz aalglatte Geschichte, was natürlich jetzt auch so ein bisschen für die Nachhaltigkeit spricht. Finde ich echt gut. Und hier hinten sehen wir ihn nochmal, den Ständer. Und hier ist dann dieses Aufhängeviehgedönsen. So, dann seht ihr das auch. Also wirklich eine coole Geschichte, eine empfehlenswerte Sache. Danke, Stefan. Das war ein feines Teil. Ja, ne? Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!